Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot die Insane Trilogie. Ja, im letzten Part haben wir ja Dingo Dall besiegt und wir haben hier aus dieser neuen Welt zwei neue Levels gemacht und ich würde sagen, wir machen mit Level 13 ja einfach mal weiter. Ich glaube, wir gehen dort ins wunderschöne. Ihr hartnäckigen kleinen Ratten wollt also nicht aufgeben, was? Dann sammelt mal schön weiter Kristalle und wartet ab, was ich tun werde. Ja, da haben wir nochmal eine schöne Ansage von Tropin gerade bekommen. Die wir natürlich auch schon gespoilert bekommen haben, ja. Und dann fängt das schon mal gleich richtig gut an. Finde ich. Aber so kann es doch schön weitergehen. So. Hoppala. Zack. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Zack. Und du weg dann. Mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Okay, da warten wir nochmal kurz. Also mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr super. Ich hoffe, wie gesagt, euch auch. Wie gesagt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ah, schön warten. Zack. Checkpoint. Oh Gott, da ist ein Skorpion. Nein! Oh Gott. Okay, da war ich gerade ein bisschen gerade selber verwirrt. Nein! Oh Gott. Ja gut. Oh Gott. So, weg damit. Ah, ah. Nein! Oh Gott, geh doch. Verdammt. Es war gut. So. Okay, gut. Geht doch. Perfekt. Okay, wir haben noch mal Leben bekommen. Nein. Hilfe. Nein. Nein. Mann. Verdammt. Verdammte Skorpions. Verdammte Skorpion. Weg da. Danke. So. Aber jetzt sollte es eigentlich klappen. Danke. Oh, geht doch. So. Da machen wir mal die Kisten mal schön weg. Fliegen auch noch fast hin. Auch perfekt. So. Oh, das ist. Also, wie gesagt, manche Level sind. Oh. Ah, dieser Soundtrack, wie gesagt, immer noch wunderschön. Doppelsprung hilft sehr, sehr gut. Zack. Und zack. Bauchklatscher. Danke. Nein! Okay, da waren wir zu krass unterwegs, also zu schnell, ja, nicht zu krass. Das klingt dann so, boah. Ich glaube, ich hätte oben bleiben müssen gleich am Anfang an, wo ich oben die Fragezeichenkiste kaputt gemacht habe. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Zack, zack. Dass man da was macht. Also, dass ich da gleich oben bleibe, weil das war besser. Zack, zack. Bauchklatscher. Jung!
Okay, so kann man es auch machen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, okay, so geht's auch. Da war ich ein bisschen überfordert, weil ich habe jetzt sicher gedacht, dass ich oben die drei Kisten jetzt auch noch kaputt mache. Eieieiei. Ja, da haben wir nochmal neben bekommen. Schön. Kristall auch noch bekommen. Nix da. Okay. Ich glaube, da ist noch so ein Ding, dass man da drauf kann, wenn man das Level, glaube ich, ohne Sterben schafft. Da kann ich mir nur vorstellen, dass es da auch noch mal Kisten gibt, die man da holen kann. Na, geh kurz weg. Ja, gut. So. Ja, komm. So, komm. Danke, Rodini. So, zack. Okay, da ist ein Messer. Okay. Haben wir es doch gut hinbekommen. Nein! Oh Gott! Ich habe eine Aufgabe. Also wirklich eine Aufgabe habe ich nur. Und ich verkacke es maßlos. Nein! Wie? Ich dachte, wir fliegen aneinander vorbei. Ich dachte halt wirklich, wir fliegen an ihm vorbei. Und ich fliege. Oh Gott. Also jetzt mache ich Fehler. Die habe ich vorher noch nie gemacht. Einfach rein da in die TNT-Bombe. Ach Gott. So, weg da. So, jetzt haben wir den auch besiegt. Meine Güte. Nein. Ja. Gut. Das ist immer noch so grausam. Aber wenn es nicht anders geht, können wir ja auch nichts für. Doch, nein, Skorpione. Skorpione, mein größter Traumata, die es gibt. Ah, okay, wir haben doch alle Kisten anscheinend geholt. Wir haben nochmal einen Kristall bekommen. Das ist auch super. Aber dieses Level, das war. Oh, das war zum Mäusemelken. Zack, da haben wir nochmal zwei der Kisten bekommen. Das ist doch auch ganz gut. Das freut uns doch. So, und somit kommen wir zum nächsten Motorrad-Level. Road Crash. Das ist dann einer der nächsten Level. Ist eigentlich ja, wie gesagt, genau dasselbe, außer dass es nachts stattfindet. Oh Gott, Start verpennt. Start absolut verpennt gerade. Rein theoretisch könnten wir eigentlich neu starten, aber ich versuche es mal trotzdem auch so. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Ah, da müssen wir jetzt wirklich wortwörtlich. Nee. Ich mach gleich von vorne, weil das wird nichts. Ich mach gleich nochmal so von vorne, weil ich das wird ja nichts. Wir haben ja alleine schon den Turbo-Start haben wir ja nicht bekommen. Deswegen, also den Blitzstart, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir den. Ja, guck, da haben wir auch schon mal gleich zwei Plätze in dem Start gut gemacht, ne?
So, haben wir den auch noch bekommen. Perfekt. Perfekt. Ah, sind natürlich irgendwelche Gruben. Vierter. Ja, schön, wenn ich jetzt nicht so viel kommentiere. Ey! Ach komm. Ja, das wird nichts. Starten noch mal neu, weil einfach wurden einfach weg, einfach weggeschubst. So, da brauche ich ja nicht auf krampfhafter. Ich will dann, wenn dann schon beides holen. Ne? Ich möchte, wenn dann schon die Edelkristalle holen und dann auch noch. Zack, so. Ah, nee. Nee, also das, da weiß ich, dass ich da beides holen kann und deswegen möchte ich auch beides. Deswegen starte ich da lieber das Level nochmal neu. So. Mal wieder, da möchte ich beides haben. Zack. So. Ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt, wenn wir diesen Boost bekommen, dass wir nicht wieder weggeschubst werden von einem dieser Dösbuddels. So, perfekt. Ah, der Twitter-Vogel. Perfekt, schön. Entschuldigung, dass ich da jetzt gerade nochmal geguckt habe, aber ich wollte nur sicher gehen. Wie viele wir einsammeln müssen. Und wir wurden schon wieder fast weggeschubst. Habt ihr es gesehen? Die wollen einfach nicht. Und jetzt schon wieder! Was soll das? Ja, nee. Aber was soll denn das schon wieder? Einfach, wir wurden einfach wieder weggeschubst. Was soll das? Warum können wir dann einen Boost nehmen, wenn wir dann eh nicht, ich sag es mal, so schnell sind? Ah, das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack. Weil ich mir jetzt so denke, warum, ne? Zumindest bekommen wir den Blitzstart hin, das ist schon mal super. Aber das Weggeschiebe, das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack gerade. Na, egal. Wir fahren einfach wie jetzt. Das mache ich offscreen. Mit den Kisten. Ich glaube, das war es noch nicht. Da starte ich jetzt in München noch nicht neu. Das Problem ist, man muss halt Erster werden, ne? Deswegen starte ich ja auch so oft neu. Ich glaube, das wird aber auch schon wieder nichts, wenn wir jetzt. So. Nein, das war zu lang. Ja, das. Ich glaube, wie ja. Ne. Letzte Chance. Ja. Ja, und guck, und das meinte ich. Jetzt ist. Ja, nee. Also ich habe es ausprobiert, aber ja, bei jeder Kleinigkeit, also wenn da die Boost kommen, also die sind ja wirklich, also in diesem Level sind die doof platziert, weil egal wo ich einen Boost hingehe, ich fahre immer einen der Fahrer rein.
Entschuldigung, ich fahre immer in einen der Fahrer rein, weil die dann ausgerechnet da, wo ich diesen Boost bekomme, reinfahren. Das heißt, ich kann das ja noch nicht mal richtig ausnutzen. Also das ist wirklich beschissen. Entschuldigung für die Wortwahl, aber es ist halt so. Man muss das auch mal ansprechen, wenn was nicht gut ist. Wie gesagt, die Kisten, das, also jetzt bin ich gerade auch auf dem Level, wo ich mir sage, das mache ich jetzt wirklich offscreen. Das mit den Kisten. So. Trotzdem aus Prinzip trotzdem ein paar Kisten nehmen. Einfach mal was können. So, wir sind jetzt Vierter. So. Da war ich jetzt maximal schneller als mit Boost. Tatsächlich. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Egal, wir sind Stand jetzt Dritter. Ja, nee. Oh Gott. Entschuldigung, aber... Ach, das ist jetzt auch... Also das ist gerade wirklich echt nervig. Ja, obwohl es eigentlich einfach ist. Wie gesagt, das Level ist so an sich per se einfach. Aber nee, man macht es unnötig... Ich mache es mir teilweise unnötig schwer. Auch, um ehrlich zu sein. Und dann auch durch teilweise diese KI. So. Perfekt. Genau so habe ich es mir... erhofft. Na, kurz mal vom Gas gegangen. Gas gegangen. Gelupft. Wir kennen uns da ja aus. Zack, zack. Nein, nein. Oh. So, perfekt. Einfach haben wir mittlerweile auch so viele Kisten wieder geholt, dass wir einfach Leben bekommen haben. Nein, nein. Oh Gott. Das wird schon wieder nichts. Nee. Also ich reg mich da gerade wirklich selber über mich jetzt gerade auf, weil ich auch zu blöd bin, einfach auf der Straße zu bleiben. Ich weiß nicht warum, aber wenn jetzt sowas, wenn der diese ganze links-rechts... Passage kommt. Ich weiß nicht warum, ich krieg das einfach nicht hin. Also da beschwere ich mich jetzt aber auch gerade gerne, weil es regt mich halt selber auf. Weil ich ja selber den Fehler mache. Jetzt war es ja noch nicht mal die KI. Ich würde ja sagen, ich kam sogar eigentlich relativ gut durch. Tatsächlich. Ach Gott, ey, was mach ich denn da? Aua. Eigentlich wäre jetzt Crash kaputt. Nein, 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 warum mache ich das? Warum mache ich das? Das ist ja gut. Ja, das ist... Und das meinte ich gerade. Warum bleibe ich einfach nicht auf der Straße?
Aua, ja, ist in Ordnung. Ach komm, wir hätten es geschafft, aber wir wurden einfach jedes Mal rausgekantet. Also wie gesagt, keine Ahnung. Also das ist jetzt wirklich eine Frechheit. Wir hatten ja noch nicht mal eine Chance, da kamen ja immer komischerweise immer näher. Oh, aber jetzt. Ich bin einfach mal still. Ja. Mann, das war doch... Okay, ein letzter Versuch. Ein letzter Versuch. Ach, das ist... Also, dieses Level bricht mich gerade wortwörtlich. Wir haben es jetzt nur ein Level geschafft. Der Rest besteht einfach nur aus Versuchen. Okay, wir sind Dritter. Stand jetzt. Was ist? Nein! Oh, weil ich das jetzt übersehen habe. Och nö. Och nö, das war... Okay, wir machen wirklich jetzt noch einen letzten Versuch, weil das war wirklich gut. Das war mit der beste Versuch tatsächlich. Sorry, aber da bin ich jetzt ehrgeizig. Ihr wisst, das kommt eh, glaube ich, also das kommt eh wahrscheinlich an Kat hoch. Aber das war mit der beste Versuch. Gerade.
So. Schön. Auch ganz gut. Danke. Na, konnte man jetzt den Boost nicht mitnehmen. Oh, wir halt. Ja, das. Ach, das wird nichts. Nee, wir lassen's. Ich versuche jetzt nur noch die Kiste mitzunehmen. Ich bin. Na, ja, selbst das kriegen wir nicht hin. Oh, das ist. Also, das ist gerade wirklich. Also, wie gesagt, das wir lassen's. Das ist wirklich ätzend. Also, wie gesagt, sorry, aber. Das Level bricht mich gerade. Ja, wir haben, wie gesagt, tatsächlich nur ein Level geschafft. Und das Level, das mache ich im nächsten Part. Ich mache das tatsächlich im nächsten Part, das Level Road Crash. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem immer noch Spaß. Ich hatte trotzdem auch noch Spaß, das Ganze für euch aufzunehmen. Auch wenn mich dieses Level gebrochen hat. Aber naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wenn es dem so ist, lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar. Und dann hören wir uns allerspätestens nächste Woche Montag wieder, für Leute, die nur für Crash Bandicoot einschalten. Oder allerspätestens am Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt Resident Evil 4, dem Remake. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis Mittwoch dann. Ciao.